Ich will jetzt mal die Meisen beim Nisten filmen. Wir haben hier nämlich einen Nistkasten aus Ton mit einem kleinen Loch darin. Gerade so groß, dass Blaumeisen durchpassen. Der hängt hier in einem alten, abgestorbenen Obstbaum. Die Öffnung nach Osten, denn dann haben sie die Morgensonne. Mittagssonne ist zu heiß. Norden ist es ein bisschen kalt und vom Westen kommt meist der Regen. Das ist also die Wetterseite und deswegen ist es ganz gut, wenn die Öffnung nach Osten zeigt. Schupp, jetzt ist sie dran. Jetzt guckt sie sich das Häuschen noch mal genauer an. Was daneben an so einen Krach macht, das ist übrigens ein Trecker. Da fährt einer mit seinem Trecker. Ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Ups, da ist die Meise wieder reingeflogen. Jetzt kommt sie wieder raus. Ja, ist die Zeit, wo sie sich jetzt ein Nest bauen. Kurz nach der Frühlingsgleiche. Da guckt wieder eine raus. Da sitzt sie. Da kann man die kleine Blaumeise erkennen. Ja, hier in unserem Naturgarten liegt sehr viel altes Gras rum, von Wildpflanzen, wilden Gräsern. Und das holen sie sich und bauen daraus ihr Nest. Sie holen sich immer wieder schöne lange Halme und stopfen die dann hier in den Nistkasten. Da hört man die Nachbarn reden. Das ist Landleben. Ja, da ist sie wieder. Das ist ein kleines Blaumeisenpärchen. Jetzt hat er seinen Trecker abgestellt. Da hört man nebenan die Spatzen schilpen. Da ist wieder eine kleine Blaumeise oben rechts. Jetzt ist sie wieder an dem Eingang und fliegt sie weg. Da ist sie wieder, die kleine Meise. Oh, sie hat Nistmaterial im Schnabel, wie man sieht. Was da so schön flötet, ist ein Star. Jetzt guckt sie wieder aus dem Loch heraus. Wird sie gleich weiteres Nistmaterial herbeischaffen. Da ist sie wieder draußen. Da ist sie wieder. Und auch die zweite sehe ich. Ja, eine ist drin und eine sitzt jetzt davor.
die eine Maus ist schon jetzt eine ganze Weile in dem Nistkasten. Da schaut sie raus. Jetzt ist sie wieder draußen. Und sie holt neues Material. Und der Star singt im Hintergrund sein Lied dazu. Da oben ist jetzt wieder die andere kleine Meise gekommen. Jetzt sind sie beide da. Übrigens sollte man jetzt im Frühjahr keine Meisenknödel mehr füttern. Denn es kann passieren sonst, dass die Meisen ihre Jungen damit füttern und diese können dieses Fett von den Meisenknödeln nicht verdauen und würden dann sterben. Die brauchen also Lebendfutter, Insekten und andere Kleintiere. Körnerfutter ist kein Problem und Samen und sowas noch hinzustreuen, das fressen dann nur die Alten. Aber Meisenknödel bitte nur im Winter füttern. Jetzt ist wieder eine in dem Loch verschwunden. Da kommt sie wieder raus.